zusammengehängt. Jetzt mache ich wieder mal meinen Lieblingsjob. Baue die ganzen Verbreiterungen hier weg. Hab ja sonst gerade nichts zu tun. Ja. Bringe. Scheiße Arbeit, echt. So, für lauter Tieflade umbauen. Will ich noch ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Folge. Ja, Viertel nach zwei. Fahrt jetzt gleich los, BF3 macht sich gerade bereit quasi. Untergewicht und Arme liegen schon hier. Atmen nur noch Gebacke. Jo. Ich hoffe nur, dass sich die Anwohner an die Straßensperrung halten. Wenn nicht, sehen wir ganz schön dumm aus jetzt. Aber gut, wir fahren mal raus. Gilt ab 17 Uhr erst, ja, aber ja, kriegen wir hin. Muss gehen irgendwie. Ja, ich bin eigentlich abfahrbereit. Fahr mal raus und dann ab nach Mannheim. So. Also fahren wir mal, wie gesagt, raus Richtung Mannheim. Und ich hoffe wirklich, dass die Zufahrt, dass die Baustelle und Straße frei ist. Das wäre von Vorteil. Jetzt haben wir gleich 15 Uhr. Ich denke, es wird lange Tag. Wenn wir draußen sind, bis wir geladen haben, laden denke ich mindestens 3 Stunden. Ich habe große Kette vergessen. Ich habe 4 große und 4 10 Tonnen. Ja, das wird reichen. Das wird reichen. Nach Mannheim gefahren haben, ich weiß es gar nicht. Auf
einmal für diese eine Brücke, das sollte man selbst regeln, muss die Polizei nicht kommen. Kein Scherz, das war echt so. Das war echt so. Meine Kollege. Der Kollege. Eine Spur nach links rüber und dann fahren wir weiter Richtung Ludwigshafen. Neben der Tieflade fahren mit dem Bagger drauf, dass man halt, dass der Bagger halt übers Tiefbett geht, weil das ist wirklich nur, das ist ja Schamhaar. Falls der Bagger drüber geht, dann ist es wirklich also sehr, 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 sehr knapp. Die haben wir natürlich Speicherkarte voll, dank der Hacke, egal. Ich hoffe, das geht so. Ja, kann ich auch ein bisschen aus der Fahrersicht filmen. Diese kleinen Baggermatratzen, die hat halt wieder irgendjemand auf der Baustelle gebraucht. Ja, auf dem Weg sind sie dann. Vorne werde ich euch mal abstellen müssen. Weil ich brauche dann wahrscheinlich beide Hände.
Weg, den wir gerade fahren, den sind wir auch damals, wenn wir eine Bagge hergefahren haben, genau dasselbe Weg gefahren. Den würde ich auch gerne wieder rausfahren, aber die Baustelle raus ist eine durchgezogene Linie und da dürfen wir nicht drüber fahren. Ich werde mal mit der Polizei reden heute Nacht, ob wir das nicht so machen können. Ansonsten musst du wirklich durch die ganze Stadt Mannheim durch. Am Wasserturm vorbei und. Also wirklich. Jo. Schade, ne? Dass ich das jetzt so viel filmen muss. Auf der Kreuzung sind zwei Linksabbiegespuren, dann machen wir uns breit. Jawohl. So, jetzt ist der Moment, wo ich euch leider da vorne hinstellen muss. Weil jetzt sind wir auch schon gleich da an der Baustelle. Vorne, wo das weiße Fahrzeug gerade rausfährt. Komm, da müssen wir rein. Ja. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig, genauso hat sich das der Papi gewünscht. Genauso hat sich das der Papi gewünscht. So. Bordstein, nimm mal ein bisschen mit. Im Kreisel ist natürlich, sind die ganz schlau, ne? Vom 7.11. bis 8.11. steht da drauf.
Uhr.
Das heißt, ich bin schon da, das ist sehr gut. Mach mal Licht noch an vorne. Und dann geht's. Abfahrt. Wir dürfen auch hier an die Kreuzung drehen gleich. Also wir müssen nicht durch die ganze Stadt fahren. Machen vorne dicht alles und dann. Die Achse vorne steht noch ganz schief. Die Achse steht noch ganz schief. Die muss ich noch gerade stellen. Rückwärts raus, müssen nochmal vorziehen und dann dumms Eck rum. Müssen erst gerade hin. So, Kollege hat die Bedienung in der Hand. Zweites Polizeifahrzeug. Sorry. Kommen wir mal so rum. Langt es? Radlenk, das packt er nicht. Langt.
Hart, an der Stromlenke! Radlenke. So, gut. Gut, gut, gut. Okay. Jetzt. Ja. So, rechts kippen. Fühle oder Pfosten. Langs! Der haben wir doch schon. Schauen wir jetzt noch ein bisschen machen. Alles gut, kein Thema. So. Das Schlimmste haben wir schon. Lauter habe ich jetzt keine Kamera dran vorne am Bus hier. Ich habe es wieder total verpennt. Ich hoffe, das ist okay. Radio läuft noch. Jawohl. Alles richtig gemacht.
ich denke, wir werden gut knapp eine Stunde 45 weiter mal nach Hause fahren. Und dass ich gegen 2:30 Quatsch. Ja, so um 3 muss ich dann bei der Polizei Kaiserslautern anrufen. Und dann weiß ich nicht, wie wir das machen. Ob wir auf dem Parkplatz warten, aber Parkplatz um die Uhrzeit direkt vor der Abfahrt Enkenbach ist diesen Parkplatz. Aber ob ich da halt parken kann, ob ich da halt durchkomme, das ist halt wieder die andere Frage. Wann müssen wir auf der Ausfahrtspur stehen bleiben oder so? Sehen wir dann. Mittlerweile sind wir auf der A6, die Berge beginnen. Ja, gibt jetzt halt ein zähes Berge hochkrabbeln. Aber mit knapp 100 Tonnen ist es halt nicht anders. Vorstelle, dass dann noch Fahrzeuge mit mehr Gewicht, ja, die fahren dann vielleicht noch ein bisschen langsamer hier hoch. Aber wir haben Zeit. Die Polizei Kaiserslautern hat auch schon angerufen, die steht schon in Engelbach quasi an der Abfahrt. Ja, wir sind spät dran. Irgendwer hat uns da für 3 Uhr angemeldet, aber das ist gar nicht zu schaffen. Um 2 in Mannheim losfahren und dann um 3 hier in Kaiserslautern. Das packst du noch nicht einmal leer, würde ich sagen. Naja, aber wir sind auf dem Weg, verkehrsmäßig alles top, alles frei, keine Hindernisse außer uns. Leider halt dunkel außerhalb. Solltest du langsam bremsen, Kollege? Ja, Helder. Wir kommen gleich zwei ganz wilde Schlaglöcher. Ja, die hier sind. Ach, das ist wirklich. Quasi erst ausgebessert, ja, aber da sind jetzt mehr Schlaglöcher drin wie davor waren. Ausgebremst hier. Fängt an zu regnen. Aus Mannheim hatte man wirklich Glück. Gestern beim Laden kein Tropfen Regen. Heute Morgen beim Rausfahren kein Tropfen Regen. Hier in der Heimatnähe regnet es wieder. Naja, willst du machen.
Kollege, ne? Irgendwas ist vor uns auf der Strecke. Ah ne, nur das. Okay. Hoffentlich ist da jetzt nichts vor uns. Sanftes Schalten wieder. Tut er weich. Jetzt gleich noch in den Krankenwagen kommt, dann denke ich, haben wir wohl etwas bei uns auf der Strecke vorne dran. Ich hoffe nicht. Ja, jetzt ist gut. Wenn ich hier irgendwo beladen eine Steigung hochfahre. Ja, es wird schon wieder weniger. Der Lüfter ist an. Jetzt noch etwa ja, 25 Minuten bis Abfahrt Henkebach. Gucken. Ich melde mich dann wieder da.
drin. Hab ich ja schon mal gesagt eben. Mal an, wie immer.
es kommt ja keiner, ist ja alles gut. Sie überhaupt denn nicht gerade? Ja, weil wir es.
oder was von oben, ey, ne? Falls in der Entgegung. Man weiß nämlich gerade Englisch drin. Irgendwann hätte sie dann angerufen und dann gesagt, für die 3,50 Meter auf die Autobahn brauchen wir keine Polizei. Können wir ja selber mal. Ah ja. So beabsichtigt war, aber ja, normal hätten die müssen vor uns herfahren bisher. Aber irgendwie sind die einmal zu früh abgebogen. So, also der erste Parkplatz hier ist Mist. Ist weg, die Backe ist weg. Später erst, wir haben jetzt 4 Uhr, wir können jetzt hier nicht unnötig Welle machen. So, bis später.
ich glaube, die Aufnahmen vom Abladen eben, die waren nicht so wirklich gut. Bagger musste ich jetzt auch laufen lassen, weil Abgasreinigung hat angefangen. Der brennt geradeaus. So, ich fahre jetzt wieder rein in die Halle, ich hänge meinen Dolly wieder ab. Baue ich meinen Tieflader wieder zusammen. Jetzt haben wir 7 Uhr. Reicht das? Ich fahre noch ein Stück zurück. Werde so gegen 9 Uhr fertig sein und dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich auch Feierabend. Aber ich werde auf alle Fälle fragen, ob noch irgendwas anliegt heute. Morgen bin ich ja auch nicht hier. Morgen fahre ich meinen Pkw holen. Der steht in Passau ohne. Bei Passau. Stehen jetzt nochmal alle Teile quasi. Bagger, Kontergewicht, großes und das kleine Kontergewicht und der große Arm. Ich denke, den werde ich mal zusammenbauen heute noch. Also ich nicht, aber irgendjemand wird es schon machen. Ich mal angerufen? Nein, gut, okay. Hinstelle draußen. Ne? Ja. So. So, Gitterkehrlicht auf der Seite. Meine Stecker wieder gezogen. So, sehe natürlich die Hebebühne, die da hinten dran steht, nicht, ne? Heißt, ich werde auf Kontakt fahren. Ne, ich bleib mal stehen so. Ich geh mal gucken. Noch ein Meter. Durchgeschoben und werden auf der anderen Seite hiermit quasi verschraubt. Alles. So, mache ich noch meinen da oben rein. So, Achtung. Au. So. Yep.
mal das. Gut. So, der Pult ist los. Machen wir den Rest. Da steht sie. Genau da. Gucken wir, dass wir ohne die Bolzen öffnen können. Eieiei. Ich habe hier noch Druck. Ich muss echt den Druck runterlassen. Diese beiden und den kleinen Hebel wieder. Und der Druck ist weg. So, machen wir hier auf. Bremse ziehen wir noch. So, haben wir das. Bolze. Der ist schon auf. Der ist offen. Der hier wieder nicht. Komischerweise immer so. Das war's schon. Baulig und Luft weg, alles Elektro. Bolze weg, Stützer raus. Attacke. Gehen wir mal gleich wieder hoch. Gut. Holen wir das Tiefbett. Sehe jetzt natürlich wieder wenig bis gar nichts. Ne? Mit dem Dolly geht es ja noch quasi. Weil Dolly ist genauso breit wie die Achse hinne. Ich werde jetzt mal versuchen. Dabei steht auch keine Pfanne. Oder eine von den Trägern hätte ich ja gerne rausklappen. Ne? Ich guck mal, ob ich was treffe. Normalerweise dürften die rot-weißen Schilder so breit sein wie die Achse hin. Da komme ich aber nicht gerade. Ne? Warte. Ja. Ich stehe mal an, aber ob ich richtig stehe. Hochheben. So, ist 10:30. Ich habe keine Lust mehr rauszulaufen. Mir tut alles weh. Habe jetzt wieder umgebaut. Oh, in Normalzustand. Mache jetzt Feierabend. Bis denn. Tschüss.